Guten Abend und herzlich willkommen zu Gospel zu Hause im Februar 2021. Mit dieser Ausgabe machen wir 5 Jahre Gospelhaus und 1 Jahr Gospel zu Hause voll. Ich begrüße euch alle, nah und fern, immer hier oder zum ersten Mal. Und zum ersten Mal begrüße ich Mira Ungewitter. Mira Ungewitter ist Pastorin seit 2016 in Wien. Sie schreibt Bücher und betreibt mit Freunden eine Pop-up-Bar. Was immer das ist. Aus dem Gemeindeselbstverständnis ihres Gemeindeprojekts stammen folgende Sätze, die ich direkt unterschreiben würde. Wir haben nicht alle Antworten, aber wir vermuten, wo Liebe ist, da ist Gott. Ein Zitat von Dorothee Sölle. Uns ist soziale Gerechtigkeit wichtig, und zwar für alle Menschen. Der Bürgerrechtler Martin Luther King hat dies mit den Worten »I have a dream« zusammengefasst. Diesen Traum von einer besseren, mündigen, bunten und neugierigen Welt im Hier und Jetzt träumen wir in Jesu Namen weiter. Mira Ungewitter wird heute predigen. Ein herzlich Willkommen bei Gospel zu Hause. Als es neulich so kalt und winterlich war und alles, was sonst eine Farbe hat, weiß war, las ich mal wieder in den Psalmen. Macht es nicht so oft, aber manchmal sehne ich mich nach etwas Bewährtem, nach etwas, was schon sehr lange auf dieser Welt ist und immer noch wahr ist. Und da steht im Psalm 62, meine Seele ist stille zu Gott. Der Satz traf den Moment wunderbar. Und ich erinnerte mich, dass Dietrich Bonhoeffer hierzu mal Gedanken formuliert hat. Mensch, hab Acht auf deine Seele. Sie ist das Leben, das Gott uns gegeben hat. Sie ist das, was Gott an uns geliebt hat, was er aus seiner Ewigkeit heraus angerührt hat. Sie ist die Liebe in uns und die Sehnsucht und die heilige Unruhe und die Verantwortung und die Fröhlichkeit und der Schmerz. Sie ist göttlicher Odem, gehaucht in vergängliches Wesen. Mensch, du hast eine Seele. Vielleicht nutzen wir diese Tage, in der äußerlich nicht viel geht, uns wenig bis nichts ablenkt, wir oft auf uns zurückgeworfen sind und schauen ein wenig nach unserer Seele. Stille wollen wir werden vor dir, Jesus, Anfang und Ende, Lebensbegleiter und Wegbereiter. Dir wollen wir trauen. Bei dir wollen wir Frieden suchen. Frieden, nach dem unsere Seele sich sehnt. Du lädst uns ein, mit dir diesen Gottesdienst zu feiern, um dir zu begegnen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Into your life.
This song is for you. When you are feeling blue, and no one's around to tell you they love you. Yes, they love you. You feel alone. There's no one. There's no one by your side. You feel like giving up. Just listen to these words. This song's for you. This song's for you. I want to let you know. I'm always around. Please let me into your life.
I know you cried before. Let me help you restore every dream that faded away. Lift your head, we'll dream them today. Every time you cry through the night, take my hand, we'll walk in the Einen wunderschönen guten Morgen. Ich lese zu Beginn den Predigttext aus dem Johannesevangelium aus dem 20. Kapitel, die Verse 1 bis 20. Das leere Grab. Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala früh morgens, als es noch dunkel war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem Jünger, den Jesus lieb hatte, und sagte zu ihnen: Man hat den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wohin man ihn gelegt hat. Da gingen Petrus und der andere Jünger und kamen zum Grab. Sie liefen beide dorthin, aber weil der andere Jünger schneller war als Petrus, kam er als erster ans Grab. Er beugte sich vor und sah die Leinenbinden liegen, ging aber nicht hinein. Da kam auch Simon Petrus, der ihm gefolgt war, und ging an das Grab hinein. Er sah die Leinenbinden liegen und das Schweißtuch, das auf dem Kopf Jesu gelegen hatte. Es lag aber nicht bei den Leinenbinden, sondern zusammengebunden daneben, an einer besonderen Stelle. Da ging auch der andere Jünger, der zuerst an das Grab gekommen war, hinein. Er sah und glaubte. Denn sie wussten noch nicht aus der Schrift, dass er von den Toten auferstehen musste. Dann kehrten die Jünger wieder nach Hause zurück. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Während sie weinte, beugte sie sich in die Grabkammer hinein und da sah sie zwei Boten in weißen Gewändern sitzen, den einen dort, wo der Kopf, den anderen dort, wo die Füße des Leichnams Jesu gelegen hatten. Die Engel sagten zu ihr: Frau, warum weinst du? Sie antwortete ihnen: Man hat meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo man ihn hingelegt hat. Als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus da stehen
wusste aber nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihr, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wo du ihn hingelegt hast, dann will ich ihn holen. Jesus sagte zu ihr, Maria. Da wandte sie sich ihm zu und sagte auf Hebräisch zu ihm, Rabuni. Das heißt Meister. Jesus sagte zu ihr, halt mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen, ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria von Magdala ging zu den Jüngern und verkündete ihnen, ich habe den Herrn gesehen. Und sie richtete aus, was er ihr gesagt hatte. Nochmal einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend, wann auch immer ihr das Video seht. Mein Name ist Mira Ungewitter. Ich bin Kölner Wahlwienerin und Pastorin der Projektgemeinde und habe mich sehr gefreut, hier heute eingeladen zu werden. Selbstverständlich hätte ich euch gerne alle persönlich kennengelernt. Aber so ist es zurzeit. Und ich bin dankbar, dass wir trotzdem diese digitale Möglichkeit haben. Kennenlernen. Ich wollte euch natürlich trotzdem ein klein wenig kennenlernen und habe mir eure Homepage angeschaut. Das heißt, ich durfte schon einigen mega, mega schönen Gospel-Songs lauschen, einigen, die ich schon kannte, einige noch neue und bin auch gespannt, was dieser Gottesdienst bereithält. Und ich bin mal noch was gestolpert über euren Beitrag zur Theologie. Die Theologie des Gospelhauses Stuttgarts. Und da haben mir einige Sätze ganz besonders gut gefallen. Zum Beispiel der. Im Vordergrund steht bei uns also nicht das Festhalten am Gewohnten, das Wiederholen des Üblichen, das Bewahren des Alten, sondern der Aufbruch in Neuland. Es gibt so viel zu entdecken. Auch das Alte kann man entdecken. Was mir auch gefallen hat, war, im Zentrum der biblischen Botschaft steht für uns Jesus aus Nazareth. Wie er von Gott gesprochen hat, sein Umgang mit Menschen, sein Tod und wie Gott ihn vom Tod errettet hat. In diesen Ereignissen kommt ein großes Geheimnis zum Ausdruck. Eine gute Nachricht für alle. Und als ich das gelesen habe, da fiel mir meine Maria von Magdala, einer meiner absoluten Lieblingsmenschen und Vorbilder des Neuen Testaments ein und auch diese Geschichte, in der ich hoffe, A, Neues mit euch zu entdecken und B, euch auch etwas ganz Persönliches von mir und meiner Geschichte mit Maria von Magdala mitgeben zu können. Ich möchte so ein bisschen einsteigen in die Person Maria von Magdala. Ich glaube, man kann ohne Zweifel sagen, dass neben Maria der Mutter von Jesu, Maria von Magdala, sicherlich die Frauengestalt ist, die am stärksten die Kirchenkunst und Literatur Geschichte mitgeprägt hat, bis hin zum Da Vinci-Code. Und gerade in der Auseinandersetzung mit diesen beiden Marias liegt aber auch ein kleines Problem. Nicht wirklich ein biblisches Problem, aber ein kirchengeschichtliches Problem. Man hat nämlich die beiden Marias so im Laufe der Jahrtausende in eine Opposition zueinander gestellt. Auf der einen Seite Maria, die Mutter Jesu, die in breiten kirchlichen Kreisen zum Teil als ewige Jungfrau
und immerwährender Reinheit symbolisiert und somit nicht zuletzt dadurch bis heute den Anspruch auf Verehrung genießt. Das wird der Mutter Gottes eigentlich gar nicht gerecht, aber das ist eine andere Predigt. Auf der anderen Seite, im Kontrast, Maria von Magdala, aus der man den Inbegriff der sexuellen Sünderin gemacht hat. Im Lateinischen war man so freundlich, ihr direkt einen Titel dazu zu kreieren. Die Magna Peccatrix, die große Sünderin. Was sich wie ein Zauberspruch bei Harry Potter anhört, ist bis heute die Stigmatisierung des Weiblichen in zumindest einigen Teilen geblieben. Aber wie kam es eigentlich dazu? Wie schon erwähnt, kommt Maria von Magdala in allen Evangelien an wichtiger Position und auch darüber hinaus vor. Es wird berichtet, dass sie eine ähnliche Position hatte wie Petrus, der so die Männergruppe angeführt hat. Ich stelle mir das mal so ein bisschen wie so ein Klassensprecher vor. Und Maria hat die Frauengruppe rund um Jesus mit angeführt. Und vielleicht gehörte sie auch zu den finanziellen Unterstützerinnen Jesu. Fest steht, dass Jesus eine besondere Beziehung zu ihr hatte, auch wenn die keinesfalls weiter definiert war. Vielleicht liegt auch in dieser geneideten Sonderstellung ein Schlüssel zum Verständnis der fatalen Entwicklung. Was passiert ist, war schlechte theologische Arbeit. Es wurden sehr fahrlässig einige Texte blind zusammengewürfelt und das Ganze mit etwas verführerischer Fantasie kombiniert. Genauer gesagt hat man die beiden aufeinanderfolgenden Berichte des Lukas-Evangeliums genommen, den einen, in der in der Tat eine stadtbekannte Prostituierte in das Haus eines Pharisäers eindringt und empörenderweise Jesus die Füße salbt. Darauf folgt dann tatsächlich der Bericht von Maria von Magdala, in der Jesus sie von 7 Geistern befreit. Wenn wir heute ähnliche Stellen auslegen würden, Geisterbefreiung, dann denken wir oft an Depression oder Epilepsie oder psychische Erkrankungen. Das war den Zeitgenossen aber nicht aufregend genug. Und so hat man die beiden Frauen einfach zusammengenommen und Maria von Magdala zur Prostituierten gemacht. Das war dann noch nicht genug. Ich erspare uns jetzt die komplizierten Einzelheiten der anderen Evangelien, wo man dann noch die Maria von Bethanien mit Maria von Magdala identifiziert hat. Und ihr merkt, es wird auch schon etwas komplizierter. Man hat die Frauen einfach durcheinander geworfen. Ich erzähle das nicht, weil ich ein Problem damit gehabt hätte, dass Maria von Magdala eine Prostituierte gewesen wäre. Ich erzähle es, weil die Bibel eine andere Geschichte bzw. Geschichten einer jeder einzelnen dieser Frauen erzählt. Und es ist doch unfassbar spannend, den Versuch zu wagen, die Menschen, die Frauen hinter diesen Begebenheiten zumindest zu erhaschen. Daher zurück zum Text. Ich versuche, so nah es geht, ranzugehen an das, was Johannes von Maria von Magdala und den anderen Jüngern hier am Ende, also am Höhepunkt seines Evangeliums, berichtet. Ich versuche, mir die Gesamtsituation vorzustellen. Was ist nicht alles in diesem kurzen Zeitraum passiert? Erstmal überhaupt in Jerusalem zum Passafest zu sein, mit der ganzen Gruppe von Jünger und Jüngerinnen. Jerusalem platzt aus allen Nähten in diesem Zeitraum. Es ist laut, es ist bunt, überall sind Menschen. Die Atmosphäre liegt irgendwo zwischen ausgelassener Feststimmung und Freude, aber auch zwischen Hysterie und der grausamen Dynamik einer Menschenmasse, die sich an der Folterung und Hinrichtung Einzelner ergötzt. Eine Stimmung eben zwischen Hosianna und kreuzigt ihn.
Und dann das ganze Geschehen um Jesus, zu dem Maria eine besondere Beziehung hat. Ein Freund. Und ein anderer Freund, der ihn verrät. Verrat aus den eigenen Reihen. Haben sich Maria und Judas eigentlich gut verstanden? War sie enttäuscht? Hat sie was geahnt? Die Folterung, die Verhandlung, das Zusehen, wie Jesus das Kreuz selber trägt, das Verspotten, das Entblößen und schließlich das Kreuzigen selbst. Und die Soldaten, überall Soldaten. Laut Johannes stand Maria von Magdala hier direkt unterm Kreuz. Dann ist Jesus tot. Zur Kontrolle sticht man ihm eine Lanze in die Seite. Und jetzt ist der erste Tag der Woche. Noch ist es dunkel, noch ist es still. Und Maria macht sich vollkommen alleine im Dunkeln auf zu dem Grab Jesu, dem gekreuzigten Staatsfeind. Das heißt, sie geht im Dunkeln alleine auf einen Friedhof. Neben dem Statement, was sie damit abgibt, reicht ein Alleingang im Dunkeln über einen Friedhof schon aus, um sich zu fürchten. Und jetzt ist das Grab offen. Ich stelle mir vor, ich besuche im Dunkeln ein Grab und das wäre auf, da würde ich auch laufen, schnell. Und sie läuft. Sie läuft zu ihren Brüdern, zu ihren Mitjüngern, zu ihren Freunden und Verbündeten. Und ihre ganze Sorge und Angst liegt in der Wegnahme des Leichnams. Sie geht nicht von der Auferstehung aus, sondern von Diebstahl, dass jemand den Leichnam weggenommen hat. Was für eine furchtbare Vorstellung. Marias Herz bricht erneut, weil sie Jesus nicht finden kann. Passiert auch berufsgläubigen Pastorinnen gelegentlich, dass man Jesus nicht finden kann. Und sie hat Brüder, Mitjünger, die kommen sofort mit. Sie eilen mit ihr zurück zum Grab. Und jetzt sind hier drei Menschen, die versuchen ihr Bestes zu geben. Petrus, der Fels, auf dem Jesus seine Kirche baut. Er sieht rein, leeres Grab, keine Reaktion. Vielleicht auch mal okay, nichts zu sehen. Dann der zweite Jünger. Auch er schaut ins Grab und er sieht die Ordnung und er begreift hier was. Er glaubte. Ein Schalter legt sich um, aber verkündigen tut es nicht. Er sieht es im Nichtsehen, aber er kann noch nicht handeln. Und Maria, was macht Maria? Die wieder alleine ist auf dem Friedhof. Langsam dämmert es. Langsam bricht Licht die Bahn. Und sie weint einfach nur. Einfach nur weinen. Manchmal ist einem einfach zum Heulen. Und dann will sie noch mal ganz sicher gehen und schaut in das Grab hinein. Sie sucht weiter. Und jetzt sitzen da zwei Männer, Boten, Engel, und die reden mit ihr. Frau, warum weinst du? Man hat meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo er ist. All ihre Trauer hängt an dem Verlust des Leichnams, hängt sich an dem Verlust des Leichnams auf, als ob es etwas wäre, was man noch halten kann. Deshalb sucht sie weiter. Und jetzt
begegnet ihr Jesus. Er kommt auf sie zu. Erstaunlicherweise erkennt sie ihn nicht. Sie denkt, es wäre der Gärtner. Tröstend. Ich finde es so tröstend, dass selbst Menschen, die Jesus gut gekannt haben, dass es ihnen passiert, dass sie ihn nicht immer sofort erkennen. Und ich stelle mir vor, wie sie, während sie redet und weint, sich nochmal umdreht, ihre Hände ins Gesicht, ihr Gesicht in die Hände nimmt, die Tränen doch verbergen will. Sie sieht nichts mehr vor lauter Kummer, aber Jesus sieht sie. Er sieht sie nicht nur an, sondern er sieht in sie mit seiner ganzen Liebe hinein. Und jetzt kommen die ersten Worte Jesu, die ersten Worte des Auferstandenen. Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Stell dir vor, Kirche wäre immer so. Kirche würde immer als erstes fragen, woran leidest du? Was fehlt dir? Wo kann ich helfen? Mensch, warum weinst du? Wen oder was brauchst du? Maria will aktiv werden. Hier keimt Hoffnung auf. Wenn du ihn weggebracht hast, sag mir doch, wo er ist. Ich hole ihn zurück. Aber das muss sie gar nicht. Denn dann kommt das erlösende Wort. Maria. Jesus ruft sie beim Namen. Er vermischt nicht alle Marias durcheinander. Er hält sie nicht für austausch- oder ersetzbar. Er verpasst ihr keinen dogmatischen Stempel. Er weiß, wer sie ist. Dass sie zu ihm gehört, auch wenn sie selber vielleicht gerade nicht mehr weiß, ihn ja nicht mal mehr erkennt. Jesus kennt seine Zugehörigen und ruft sie beim Namen. Und jetzt, wo sie ihn erkennt, folgt sie ihm mit nur einem einzigen Wort. Rabboni, Meister. Ich glaube, in diesem Wort lag an diesem Tag die Erleichterung der ganzen Welt. Und Jesus spricht weiter. Halt mich nicht länger fest. Ich muss noch zum Vater. Und ich möchte ergänzen, halte nicht länger an einem Leichnam fest, den es ja gar nicht gibt. Alles hat jetzt eine ganz neue Dimension, ein ganz neues Verhältnis. Aber was du tun kannst, ist verkündigen. Geh zu meinen Brüdern, geh zu meinen Geschwistern und bringe ihnen die frohe Botschaft, dass ich fahre zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Was nichts anderes heißt, als verkündige den Jüngern, dass sie jetzt sogar Familie sind. Dass sie nun endgültig zu Gott, Vater, Papa sagen dürfen. Und Maria geht unverkündigt. Maria von Magdala wird in der Begegnung mit Jesus, dem Auferstandenen, von der weinenden Suchenden zur fröhlichen Verkündigenden. Sie tritt vor die zurückgebliebene Gruppe ihrer Mitbrüder und spricht nun ohne Angst den Satz aus, mit dem Paulus sein Apostelsein begründet und mit dem Johannes auch sie zur Apostelin erklärt. Ich habe den Herrn gesehen und das hat er mir gesagt. Alles bekommt in der Begegnung mit Christus, dem Auferstandenen, der auch heute noch mit dieser geheimnisvollen Liebe in dich und mich hineinsieht, eine neue Dimension. Eine Dimension, die auch heißen kann, ich will euch beleben. Eine gute Nachricht für uns alle. Vielen Dank. Amen.
Ich lade euch ein, zusammen zu beten. Unbegreiflich, berührend, ganz zärtlich. Deine Gnade, Jesus, richtet müde auf, findet Verlorene, lässt erkennen, befreit. Deine Gnade, Jesus, gilt allen, Tag für Tag, bedingungslos, überwältigend. Deine Gnade erfülle uns mit allem, was uns gerade bewegt, jetzt in einer Zeit der Stille. Danke, dass du ein Gott bist, der gnädig mit uns ist in allem Werden. Unerschöpflich liegt deine Gnade über dieser Welt und unserem Leben. Von Anfang an Vielfalt und Fülle, Lebensweite und Schönheit, dein Lächeln über allem Leben. Lass uns jedes kleine Wunder bestaunen, Verschiedenheit genießen, Widersprüche aushalten, das Leben feiern. Lass Achtung in uns wachsen. Unverhofft bringt deine Gnade unseren Alltag zum Leuchten. Lichtblicke an dunklen Tagen, Strahlen, die durch Wolken brechen, Begegnungen, die verändern, Momente, die berühren. Lass uns innehalten und diese Augenblicke als deine Nähe erleben. Lass Hoffnung in uns wachsen. Unbegrenzt gilt deine Gnade uns allen und immer wieder. Kein Scheitern, Versagen, kein Fehler ist das Ende. Bei dir ist gerade das Beginn, Veränderung und Möglichkeit. Lass uns ehrlich sein mit uns und anderen, bereuen, um Vergebung bitten, verändern. Lass Freiheit in uns wachsen. Unverdient schenkst du, gibst alles, ganz ohne unser Schaffen, unser Zutun und eigenen Erfolg. Lass Freigebigkeit und Weite unser Handeln bestimmen und teilen, was uns geschenkt ist. Lass Großzügigkeit in uns wachsen. Unvergänglich bleibt deine Gnade. Schreckt nicht zurück vor Gewalt, Schmerz und Leiden. Trotzt Macht, Ungerechtigkeit und Tod. Schenk du uns Mut zu tun, was du dir für diese Erde und alle Menschen wünschst. Lass deinen Himmel in uns und dein Reich durch uns wachsen. Alles, was uns noch bewegt, schließen wir ein in dein Gebet. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich möchte mich herzlich bedanken bei Mira Ungewitter. Auch wenn ich zum Zeitpunkt des Einsprechens der Infos nicht wusste, wofür ich mich bedanken würde. Vielleicht lernen wir uns alle mal persönlich kennen in den nächsten Jahren. Danke euch allen für euer Dabeisein, auch heute wieder. Ein Raum namens Wonder ist auch heute wieder geöffnet und alle sind herzlich eingeladen, dort vorbeizuschauen. Den Link findet ihr im Chat. Und auch die Möglichkeit zu spenden gibt es heute wieder. Habt herzlichen Dank für alle großzügige finanzielle Unterstützung. Auch und gerade in dieser Online-Zeit. Im März sind wir wieder hier, am dritten Sonntag. Macht's gut bis dahin. Zum Abschluss darf ich euch noch segnen. Wir hören mit Freude auf, mit der Freude aus dem Philipperbrief. Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Eure Güte lass kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe.
sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Eine gesegnete Woche und hoffentlich so zeitnah, wie es geht, face to face. Auf Wiedersehen. Liebe Grüße aus Wien.